Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier jetzt, ich habe gerade Pittsburgh noch ausgewählt und möchte natürlich auch ganz gerne jetzt Pittsburgh so ein bisschen anbinden an bestimmte Ortschaften hier. Und da sehen wir einige, wo wir ganz gut transportieren können. Pittsburgh ist jetzt eine Stadt, die keinen Flughafen hat. Bahnanbindung hat sie. Das heißt, wir können mit der Bahn nach hier unten ein bisschen Materialien sammeln und ähnliches. Das werden wir jetzt mal alles versuchen ein wenig hinzubekommen und ein paar Sachen machen wir halt auch mit dem Bus, wie zum Beispiel das hier. Da werden wir mal ordentlich einen Bus für kaufen. Ja, ein paar Fahrzeuge noch wieder uns zulegen. Finde ich weiter schlimm. Ja, auch ganz leicht und tut fast gar nicht weh. Wenn auch das manchmal etwas anders gesehen. So, gut. So, dann werden wir dann noch hier oben nach Cleveland noch fahren mit dem Bus. Und zwar können wir da getrost und 55er draufsetzen. So, dann werden wir von Pittsburgh aus nach Erie fahren. Aus Erie kommt übrigens eine Sängerin, die ich kenne. Oder der ich folge auf YouTube. So. Dann werden wir nach Williamsport fahren. Straßenführung. Auch da geht ein 55er. Auf jeden Fall da drauf. So, dann gucken wir mal weiter. Und dann haben wir hier unten Annapolis. Okay. Gar nicht die Stadt. Aber ist die Hauptstadt von wen ist das die Hauptstadt von Delaware? Das ist Delaware hier? Ich glaube, das ist Delaware, ne? Aha. Annapolis, okay. Haben wir das hier irgendwie wie das, doch, das müsste ich doch irgendwo noch sehen können. Naja, ist auch egal. So. Da gehen auf jeden Fall 135 Leute hin und 40 solche. Da werde ich sagen, dann nehmen wir einen so einen ganz großen Bus hier mit 45 und 20. Der sollte relativ voll gehen und noch ein 55er Bus, der sollte auch voll gehen. Und dann sollte das laufen. So, Cleveland haben wir dran gebunden. Dann kommt jetzt Columbus noch dran hier. So. Wen haben wir denn noch so Schönes? Dann haben wir hier unten... Roanoke? Roanoke? Na, man weiß es nicht, wie man es ausspricht. Macht aber auch nichts. Da setzen wir auch mindestens einen 45er drauf. Und da können wir noch ein bisschen Bahntransport betreiben. Ich denke, da sollte der 120er ohne Probleme gehen. So, und dann machen wir noch ein bisschen Bahnverkehr. Und zwar machen wir Bahnverkehr hier hin. So, da machen wir eine Bahn für Transport von Waren. Ich denke, 500 ist da ein sehr guter Anfang. Dann brauche ich aber noch in Pittsburgh hier mal schnell ein Bahndepot. Einfach nur, damit wir eins haben. Gut. So, dann bauen wir nochmal Pittsburgh aus. Und dann gucken wir mal, wir haben, upsala. Nach hier können wir auch eine Bahnlinie legen. So, haben wir da was, irgendwas Schönes? 360. Das ist, glaube ich, genau der Zug, der da drauf kann. So. Dann haben wir hier oben Warentransport und hier Warentransport. Aber das ist alles nicht so übermäßig viel. Dass ich da jetzt einen Zug draufsetzen wollen würde, 150. Hier unten hin, da geht auf jeden Fall Warentransport. Ups, da. Pittsburgh, bitte auswählen, danke. So, naja, da haben wir es schon wieder verloren. Pittsburgh. Genau, Warentransport nach Jacksonville zu den Jaguars. So, und dann nehmen wir den ganz großen Zug drauf. Pittsburgh, Jacksonville. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da haben wir noch einige neue Fahrzeuge und einige neue Strecken. Ach, guck mal, da oben hin können wir auch noch was machen. Da haben wir noch 189, da haben wir 200 und. Aber das könnte man noch mit Greyhound machen, also mit dem Bus, würde ich sagen. Da geht auf jeden Fall, gehen hier... drei solche Busse drauf. Und dann können wir noch hier hin... nach Hartford, Connecticut, machen wir auch nochmal zwei Busse hin.
So, dann machen wir ein bisschen Zeitplan an und dann gucken wir mal, wie es aussieht hier. Aber ich denke mal, die sollten alle so relativ voll fahren hier. Er lädt Waren auf, er lädt Waren auf, er lädt Waren auf. Na gut, der ist nicht ganz so dringend so voll, wie ich es gerne hätte. Muss ich sagen, da könnte ruhig noch ein bisschen mehr kommen. So, Pittsburgh, da wartet jetzt noch ein bisschen was auf Leuten. Aber dann sollte hier in Pittsburgh jetzt demnächst auch wieder was alles ankommen, alles wieder zurückkommen mit Leuten. Und dann sollte hier auch ganz gutes Geld regnen. Hier sehen wir die Busse, die wieder zurückkommen. Zack, 1600. Da kommt der 55er Bus zurück, der dann erstmal 7000 Dollar einbringt. So, dann kommen jetzt gleich drei Busse hier zurückgefahren, die auch richtig gut Geld einbringen wahrscheinlich. Jeweils 13.000 der eine, 700, ne, 700 der eine Bus. Okay. Sehr gut. So, jetzt kommt der Warentransport hier mit 79 Waren. Das könnte eigentlich ganz so ein lukratives Geschäft sein. 2.100, okay. Den kriege ich jetzt dann nicht. Jetzt habe ich ihn ergriffen. Dann machen wir mal ein bisschen günstiger. So, jetzt kommt hier der Warentransport an vom Zug. Bringt 14.000 ein, glaube ich. Wenn das jetzt der Warentransportzug war. Glaube ja, ne? Ne, hat 100.000 eingebracht. So, der nächste Zug ist da. Wunderbar, fährt weg. Also, das sieht schon mal ganz gut aus. Pittsburgh anbinden. War auf jeden Fall schon mal ein voller Erfolg. Das sollte uns Geld bringen. So. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier Schönes? War noch irgendwas Dolles hier dabei? Aber hier sind auch schon so viele Verbindungen. Wir müssen mal Städte rausfinden, die so gar nicht so viel Verbindungen haben. Wie zum Beispiel diese Stadt hier. Da können wir nämlich dann noch ein paar neue Verbindungen machen, weil auf die bestehenden Verbindungen, sag ich mal so, da wird ja sicherlich irgendeiner schon eine Idee gehabt haben, warum er das macht. Augusta haben wir hier noch. Und beim letzten Mal hatten wir doch Augusta so eine Bahnstrecke einmal quer durch das ganze Land, wenn ich mich recht erinnere. Ob das jetzt sich auch wieder so anbieten könnte. Da sind 190 Personen. 160 hat Augusta, hat keinen Flughafen. Schade, sonst hätte ich gesagt, Augusta Seattle wäre natürlich mit einem Flugzeug was richtig Gutes gewesen. Aber gut, da haben wir jetzt nichts. Waren haben wir dort ein 400. Das lohnt sich jetzt erstmal nicht so gut. Wie sieht es hier hinten aus? Auch kein Flughafen und hier oben auch kein Flughafen. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob da ist ein Bahnanschluss auf jeden Fall möglich. 400 Waren quer durchs Land. Könnte schon interessant sein. Könnte durchaus schon interessant sein. Ist Boston angebunden? Boston ist gut angebunden, ne? Boston hat hier oben nach Pittsburgh. Da können wir zumindest, das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen hier. Da können wir Fahrzeuge draufsetzen. Und dieses hier. Mindestens drei Stück. Die sollten auf jeden Fall. Ah, sind gar nicht voll. Jetzt sind sie voll. Mal wieder einen höher. So. Boston. Boston Legal war eine sehr, sehr schöne Serie. So, Boston nach New York. Gibt es da was hier? Das ist eine Flugstrecke, ne? Boston, New York gibt es eine Flugstrecke. Also können wir da auf diese Flugstrecke, können wir aber auch so einen draufsetzen hier. Der sollte da auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal. So. Na. Naja, mein 18.000 für jeden Flug. Passt schon. Dann würde ich sagen. Achso, das haben wir hier schon, ja? Ja, haben wir hier schon. Sehr gut. Können wir noch ein bisschen erweitern, damit es ein bisschen schneller geht. Oh Gott, Unterhaltskosten sind ja enorm. So. Gut, gut, gut. Richmond. Achso, das ist dann aber nicht mehr von Boston aus. Washington 400 Waren. Hm. Na gut, da unten geht noch irgendwas hin, aber sehen wir nicht. Ah, ist ein Warentransport. Ja, da fährt er auch. Okay, passt schon. So. Gut, 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 würde ich sagen. Was ist jetzt mit dem Kontostand los? Ihr tatsächlicher Kontostand. Haben wir wieder sehr viele Sachen eingekauft. Monat Gesamtkosten. 23 Millionen für Treibstoff. Irgendein Monat. Wie sieht es hier aus? Achso, das sind meine Transporte hier.
Nettoeinkommen. Hier hatte ich mal irgendwie ein ziemlich hohes Nettoeinkommen. Das war immer dann, wenn ich die Kredite aufgenommen habe, glaube ich. Genauso wie denn hier halt eben bei Kosten mit mal dann solche Sachen drin sind. Einkommen, ja. Auch das mit den Krediten. Und hier sieht man, dass wir uns vom Wert her sehr gut annähern. Also wir sind ähnlich viel wert. Momentan, das sind immer so die Übernahmeversuche, wo ich den Kredit aufgenommen habe und der Kredit quasi mich dann ein bisschen runtergezogen hat. Transportierte Fracht. Geht wieder nach oben. Hier hatten wir einen ganz schönen Perk eigentlich. Interessant. 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 So, wie viel Wert hast du denn? 1,2 Milliarden. Wir können 700 Millionen hier holen und 900 Millionen haben wir selbst. 1,7 Milliarden, die wir da zusammenkriegen. 1,8. Ganz knapp. Ich denke, das wird noch nicht ganz reichen, aber wir sind auf einem guten Weg. Gehe ich mal ganz stark davon aus. So, hier oben haben wir noch eine Stadt, die so gar nicht angebunden ist. Da können wir doch mal gucken, ob wir da nicht vielleicht was Schönes finden. Haben wir da oben 300 Waren. Okay, hier unten haben wir 500 Waren. Gibt es hier eine Bahn? Eine Bahn gibt's. Ich denke mal 500 Waren. Da geht es schon mal was mit da. Könnte man sogar schon mal... Upsala. Warte mal, ich muss die Stadt nochmal auswählen. So. Eieiei. Jetzt ist hier wer in meinem Channel gerade reingejoint. Ich bin gerade in der Aufnahme. So. Das ist immer wieder toll. Ich bin im falschen Kanal vom Teamspeak und ja. Dann, da darf ich mich dann nicht beschweren, wenn hier einfach so jemand reinkommt und dann zu mir sagt so, hallo, ne? Da, wenn ich im falschen Kanal bin, muss ich ein paar auf den Sack kriegen dafür. Aber ich habe mir das ja ganz freundlich sagen können. So, ich habe auch 500 Waren nach da unten. Komm, das machen wir jetzt einfach mal fix fertig hier. So, zack. Setzen wir da einen Warenzug drauf. Haben wir das Schönes. Nehmen wir 300 Waren oder? Ach komm, wir nehmen die 500 Waren mit hier. So. Was ist das da unten? Meridian, ne? Ja. So, gucken wir mal. Läuft der voll? Das sieht sehr gut aus. 366. Dann nehmen wir noch ein paar Dollar runter und dann geht das schon wieder. So, und dann haben wir ja hier oben noch irgendwo eine Stadt unten gehabt, die auch 500 Waren hatte. Was jetzt noch? Warte, Moment, ich muss die Stadt wieder treffen. So. Wo war's denn, wo war's denn, wo war's denn? 500 Waren, dann 300 Waren? Nee. Dachte, ich hätte noch eine gesehen mit 500 Waren. Hat mal raus den Quatsch hier. Hier hätten bloß ein paar Leute noch, aber naja, gut. Wir haben keinen Flughafen da oben. So, was haben wir denn hier noch so für Städte? Madison hätten wir hier noch. Madison klingt schön. Madison ist auch ein interessanter Name. Haben viele Personen haben den Namen. 136, okay, 200 Leute. Geht für einen Zug, 200 Leute, würde ich sagen. Da kann man 250er Zug draufsetzen. Also knapp 300 Leute sind es, ja. So, da würde ich dann sagen, gibt es dann hier oben aber auch gleich nochmal ein Depot hinterher. Nur damit wir schon mal haben, falls der Zug mal repariert werden muss. Und dann geben wir den 250er Zug hier drauf, auf diese Strecke. Oder auch nicht. Was war das für ein Geräusch? Epidemie, ja, das ist natürlich nicht so gut. So, Zug drauf und Robel die Katz, der ist auch ganz gut voll. Da können wir, achso, den Preis ein bisschen runtersetzen. Dann gehen auch noch ein paar mehr da rein und dann wird der Buszug auch voll sein. So, hier oben sehen wir ziemlich viele, die irgendwie durch die Gegend fahren und kein richtiges Depot haben. Oder doch, hier ist eins. Ist das voll? Nö, das ist gar nicht so voll, aber naja gut, okay. Die fahren da alle hin. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich die eigentlich schon alle zugewiesen hier wieder, die dann noch neu kamen? Ich weiß gar nicht, glaube ich gar nicht, ne? Legen wir mal schnell drauf hier. Überall, vielleicht kommen da noch ein paar dazu. Da freut sich dann die Ausgabenseite wieder. Das ist, glaube ich, bei dem Flugzeugslot gar nicht mal so billig. So, 1 Milliarde haben wir jetzt auf dem Bar oder als Bargeld da. Das Ganze haben wir ja schon mal erreicht mit einem Kredit zusammen. Und das gab dann auch instant die Achievement, sage ich mal, bei Steam. So nach dem Motto so, hey, du bist 1 Milliarde schwer. Fand ich ganz toll, muss ich sagen. So, warte mal, was hatte ich jetzt gerade hier ausgewählt? Mobile hatte ich gerade ausgewählt. So, Mobile hat 400 Waren, Mobile hat keinen Flughafen. Die haben alles nur mit Flugzeugen angebunden. Es scheint also, Flugzeuge scheint wirklich das Maß aller Dinge zu sein, also was das meiste an Kohle bringt. Aber hier ist so, Mobile ist auch so
So recht auch nichts so mit anzufangen, ne? Muss man ja wirklich mal sagen. Was haben wir hier Schönes? Das haben wir schon ein bisschen angebunden. Hier haben wir noch Key West. Key West hat auch nur Straße, okay. Also bringt ja den gar nichts. Hier nach irgendwelchen langen Wegen zu suchen. Gut, was haben wir hier Schönes? Grand Island. So, das sieht doch schon mal ganz schmackig aus mit Warentransporten. Oder? Ja, also auf jeden Fall nach da oben. Warte mal, was hatten wir jetzt denn gerade? Ostrand. Da. Grand Island nach... Machen wir das weg hier ganz kurz. Eri 500 waren. Okay. Nach Eri 500 waren. Naja, ist jetzt nicht so extrem berauschend, aber nach Frankfurt war das, okay. So, da setzen wir auch mal eine Bahn drauf für Waren und so nehmen wir hier den 500er. Frankfurt. Und dann machen wir noch eine Bahnlinie nach Eri. So, hier blinkt irgendwas. Wo blinkst du? Was ist los? Keine Passagiere? Ah, jetzt kommen wieder ein paar. Keine Ahnung, war da irgendwie Epidemie oder gesperrt oder irgendwas? Keine Ahnung. Aber jetzt blinkt er nicht mehr. Hat er jedenfalls keine. Oder ist er jedenfalls nicht mehr so ganz so mies drauf. So, gucken wir nochmal bei der Bank. Wir könnten 780 aufnehmen, wären also bei 1,8. Jetzt hätten wir uns das verrechnet. 1,8 zu 1,3. Ja, da muss ein bisschen brauchen wir noch. Gut, kriegen wir aber hin. So, hier ist ein Flughafen gesperrt. Nee, hier ist eine Flut. Ah, okay. Natürlich auch nicht schön. So. Oh, wir haben schon mal Straßennetz, haben wir doch ganz gut genutzt hier eigentlich, ne? So, da hätten wir noch ein paar Waren nach dort. Ein Flughafen. Auch nichts in weite Ferne so recht. Ah, das macht da nichts mehr, ne? Naja, gut. Da noch irgendwas Schönes. 400 Waren nach dort. Ist jetzt auch nicht so viel Schönes. So, gucken wir mal nochmal, ob wir hier draußen an der Ostküste noch ein paar schöne Städte finden. Derer sich es lohnt, noch ein wenig auszubauen. Da scheint man schon eine Strecke hin zu haben. Zumindest ist das grün angemarkert hat. Epidemie. Ah, das pinkelt mir die ganze Zeit da oben, ne? Also recht. Komm, dann machen wir noch 500 da drauf. Keine Ahnung, ob ich die jetzt erwischt habe. Ja, müsste die sein, ne? Waterton. 220 waren, hat er. Mal ein bisschen den Preis runter. Sollte gehen. Gut. Hier oben ist ja gut. Das ist jetzt wegen Epidemie hier oben natürlich ein bisschen schlecht, die Fahrzeuge. Aber gut, das lassen wir dann erstmal so. Gut. Okay. Also bei den Flugzeugen, keine Ahnung, ob ich da irgendwann mal durchblicke. Aber egal. So, da sind jetzt einige jetzt hier betroffen davon, dass hier Epidemie ist, ne? Sieht man gleich sozusagen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Epidemie verteile, ne? Das könnte natürlich auch noch sein, dass wenn man die, ist aber wirklich viel mit Epidemie hier gerade. Sehr viele negative Ereignisse, Kraftstoffpreise auch und. Finde ich ja gar nicht mal so nett. Aber gut. Es geht ja hier nicht ums Nettfinden. Es geht jetzt hier nur ums blanke, reine Geld. So, was haben wir hier momentan? 800.000 können wir aufnehmen. Sind wir bei 1,85 Milliarden.
500 Millionen bloß drüber über seinen Wert. Da muss noch ein bisschen was kommen, ne? Wir müssten noch ein bisschen reinvestieren, aber... Ja, also der, die Übersicht halber, ich weiß nicht genau wo, ne? Aber gut. So ist das hier. 1,3 Milliarden haben wir das letzte Mal übrigens geboten. Beim letzten Versuch. Na gut, also wir werden so ein bisschen so weiterverfahren, immer mal wieder ein bisschen was ausbauen, immer mal wieder ein bisschen was verbessern, ein bisschen gucken, in der Hoffnung, dass die negativen Ereignisse jetzt so langsam mal sich einmal wegfallen und wir dort wieder ein bisschen durch positive Sachen auffallen und dann ein oder zwei, drei Strecken nochmal ein bisschen beleben. Vielleicht müssen wir uns auch wirklich mal einzelne Strecken angucken, nach dem Bedarf, den sie haben und wie viel da wirklich drauf eingesetzt ist, dass wir da halt den Bedarf einfach decken mehr und dann mehr Fahrzeuge einsetzen. Aber das alles dann in den nächsten Folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.